Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus der zweiten Staffel Etymologie Wort am Sonntag von Tuneo TV. Die zweite Staffel wird anders sein als die erste. Wir werden auch einiges an Tempo aufnehmen und damit wir gut durchkommen, benötigen wir zuerst eine gute Ausgangslage. Disclaimer am Anfang. Dies ist kein sprachwissenschaftlicher Unterricht. Ihr seid explizit dazu eingeladen und aufgefordert, eigene Recherchen und Forschung zu betreiben, wenn ihr mehr wissenschaftliche Informationen beschaffen wollt. Lasst euch von komplizierten wissenschaftlichen Ausdrücken nicht verwirren. Fokussiert euch auf den eigentlichen Inhalt. Wie angesprochen, wollen wir in der zweiten Staffel uns primär auf die Präfixe und Suffixe eingehen. In dieser Episode gehen wir auf die Suffixe ein. Wir erinnern uns an das Schema, das wir uns aufgezeigt haben. Wir haben hier eine kurze Zusammenfassung. Das Suffix ist an einem Stamm, Wortstamm angehängte Endung, die der Wortbildung oder Flexion dient. Wir haben hier Beispiel R wie Kasperl, <laughs> Lein, Häuslein oder Häuschen, Bäuerchen. Das sind äh, sogenannte Suffixe, Endungen, die man an das Ende des Wortes anhängt. Und wir wollen hier auch einsteigen, was denn hier de, die Herausforderung ist, wenn wir die Suffixe behandeln wollen. Nach wie vor, wir sind in der Findungsphase, wie wir denn die zweite Staffel überhaupt umsetzen wollen, weil wir haben in den ersten Vorbereitungen festgestellt, dass wir hier einige Herausforderungen haben. Wir haben das Wortstamm Form, die Form und das Verb wäre Formen. Wie gesagt, in den Suffixen werden wir die äh, Suffixe von Verben, Infinitivform, werden wir vernachlässigen, weil die, die sind dann immer gleich und die sind auch nicht wirklich relevant für diese Staffel. Wenn wir aber hier ein weiteres Beispiel nehmen, haben wir Formen und Format ihren. Wo wir hier sehen, dass wir hier eigentlich ein Ir dazwischen geschoben bekommen haben und das N halt, weil es immer noch Infinitiv ist, bleibt bestehen. Und wie sind wir darauf gekommen? Wir haben eine Liste von Präfixen und Zufixen vorbereitet, welche wir in diesem Jahr durchgehen wollen und haben da eben festgestellt, dass wir hier Diskrepanzen haben. Und wir haben das mal so aufgeführt um es auseinandernehmen zu können. Wir haben hier den Wortstamm form, wie vorhin, das Verb davon wäre formen, aber das eigentliche Wort, respektive das Suffix, das wir verwenden wollten im Nomen, format, wäre das at am Schluss. Und wir wollten herausfinden, was das at bedeutet und dann mit anderen Beispielen voranführen und haben dann vom format ebenfalls das Verb abgeleitet und sind dann auf format irn gekommen. Und auch hier nach wie vor das en verlassen, vernachlässigen wir einfach, aber das ir haben wir dann eben auch nicht berücksichtigt. Also wir müssten eigentlich dieses ir mit in der List aufnehmen, würden aber dann effektiv nicht mehr von einem Suffix sprechen, sondern von einem anderen Morphem, das eingeschoben wird. Das wäre dann vielleicht das infix. Und dann, wenn wir aber wiederum das Nomen daraus nehmen, dann wären wir bei form ad ir ung, und da würden wir ja dann schon auf die Ung eingehen können, müssten aber wissen, was eben das AT bedeutet und eben auch das IR, was das Ganze etwas schwieriger macht, weil wir wollen ja auch kompakt durchkommen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, wieder ein Wort, das wir bereits kennen und auch hier wieder die Wortwurzel Wick, Wortstamm Wickel, das Verb Wickeln. Und wir haben hier das Suffixverb, immer noch das N, was wir eh vernachlässigen wollen, haben aber hier ein Ab als Präfix vorangeschoben. Und jetzt merken wir auch schon, dass da eine Bedeutungsveränderung hinzugekommen ist, weil wickeln ist nicht dasselbe wie abwickeln. Und eigentlich sind wir darauf gekommen, weil wir das Wort Abwicklung verwenden wollten, wegen dem... Suffix ung am Schluss. Also, wir sehen, wir sind irgendwie wie abhängig von dem Präfix, das eben die Bedeutung des Wortes verändert, stellen aber auch gleichzeitig fest, dass dieses ung die Bedeutung des Wortes an sich nicht verändert, sondern den Kontext vielleicht. Ja, und dann haben wir uns gedacht, ja, aber Abwicklung gibt es das Wort Wicklung. Und da haben wir dann auch etwas gefunden. Das würdet ihr sehen, wenn ihr hier auf die Quelle klickt, auf die 1. Da würdet ihr dann darauf kommen, wo die Wicklung ist. Ja, auch hier den Verweis darauf, dass wir in der Episode Morphem zu wenig oder gar nicht darauf eingegangen sind, was der Unterschied ist zwischen Wortwurzel und Wortstamm. Und wir können das wirklich bildlich vorstellen. Wir haben hier die Wurzel von einem Baum und daraus entsteht dann der Stamm und aus dem Stamm kommen die Äste und dann die Blätter, die Früchte, wie man es auch immer bezeichnen will und es ist ja wohl offensichtlich, dass eben so eine Ingwerwurzel kein Ahornbaum zustande bringt und umgekehrt eine Ahornwurzel auch keine Ingwer. Was wir auch entdeckt haben oder glaubend entdeckt zu haben ist, dass die Wortwurzel selbst kein Morphem ist und demnach auch keine eigentliche Bedeutung trägt. Und wir werden das sehen in einigen Beispielen. Auch hier wieder das Beispiel von vorhin, das Wig, das Wig selbst hat keine Bedeutung. Es kommt aber eine Bedeutung hinzu, wenn wir von Wickel sprechen, weil darunter können wir etwas Konkretes vorstellen. Auch ein Werberbleiten, das wäre das Wickeln, ja, das Baby wickeln, frische Windel ein, ähm, die frische Windel aufsetzen und dann das Abwickeln. Das Abwickeln würden wir jetzt auch hier als positiv betrachten und demnach auch die Abwicklung, weil eben die Bedeutung selbst nicht verändert hat, sondern wir sind von dem abwickeln, weggekommen und haben ein ung hinten angeführt. Und dieses ung wird dann eben in der Suffix-Episode ung beleuchtet, was es bedeutet, sofern es dann überhaupt eine Bedeutung hat und wenn dann eben was für eine Funktion, dass es bekommen hat. Das Wort durch das ung. Und auch hier wollen wir, wie gesagt, versuchen herauszufinden, ob wir Dieselbe Überprüfung machen können wir beim Präfix, also wir haben nach wie vor das Wick, die Wickel, das Wickeln, aber setzen jetzt neu ein Ver davor, das Verwickeln, das würden wir dann vielleicht schon eher negativ konnotieren und auch die Verwicklung demnach auch, weil eben das Um eben die Bedeutung an sich nicht verändert hat. Sich in Maschendrahtzaun verwickeln, ja, ist negativ. Dann die Notation haben wir zum einen die Denotation, das beschreibt im Grunde genommen den Begriffsumfang des Wortes als solches, eine formelle Bezeichnung zwischen dem Beschriebenen und dem Geschriebenen und hat insofern keine, wie sagt man, eine personelle Note, eine Nuance, sondern einfach nur das Wort als das. Die Konnotation hingegen bringt eben genau das hinein, diese persönliche Nuance, die, den persönlichen Eindruck, den man hat, und das kann eben positiv oder und negativ sein. Und wir haben das hier mal so probiert, schematisch darzustellen. Also das Abwickeln selbst, da, da können wir nichts Negatives dran haften. Demnach auch nicht der Abwicklung. Aber wenn wir abwickeln, dann dann wickeln wir ein Geschäft ab, das können wir sagen, ja, das ist etwas positives, Wirtschaft ankurbeln, Absatz generieren, Umsatz generieren, was auch immer, ja. Aber wenn wir eben von der von der Mafia abgewickelt werden, dann ist es ebenfalls ein Geschäft, das abgewickelt wird, aber ist für uns eher negativ, ja. Und demnach auch bei der Abwicklung genau dasselbe, wenn wir abgewickelt werden von ihren Telefon genau Gauner dann ist das eher auch negativ für uns. Dann gehen wir, oh, jetzt haben wir da eine Folie zu viel, die Flexion, was jetzt doch schon ein paar Mal vorgekommen ist, wollten wir dann doch noch erörtern, was denn die Flexion ist, damit wir auch verstehen, wenn dieses Wort uns immer wieder mal über den Weg läuft. In der Grammatik bezeichnet Flexion die Biegung, deutsch auch Beugung oder österreichisch Biegung eine Änderung in der Form eines Wortes zum Ausdruck seiner grammatischen Merkmale wenn ein wort flektiert gebeugt wird entsteht somit eine wortform desselben wortes kein neues wort im sinne von lexem dies stellt den unterschied zwischen flexion und wortbildung dar ja, also, wenn wir ein Wort bilden, dann entsteht ein neues Wort. Und wenn wir nur die Wortform ändern, ist das Wort selbst immer noch dasselbe, aber es ist eben gebogen worden. Die Flexion ändert daher nicht die Wortart, sondern nur hinzutretende grammatische Merkmale. Ist in den Quellen. Wir gehen da nicht weiter rein. Dann flexen. Wir haben uns gefragt, was ist denn das Verb davon? Ja, flexion, flexen. Flexionieren vielleicht und flexen ist völlig etwas anderes. Ja, wir haben hier keine Etymologie, sondern nur eine Bedeutung. Und flexen kommt von posen, angeben, bleffen. Die Jüngeren unter uns kennen das Wort vielleicht. Flexieren. Das gibt es gar nicht. Und das Flektieren, was wir eben gerade vorhin kurz gesehen haben. Beugen, zusammenfassender grammatischer Terminus für Deklinieren und Konjugieren im 17. Jahrhundert, entlehnt aus dem lateinischen Flexum. Beugen, biegen, wenden, lenken. Und hier nochmals eben die Analogie zu den Ästen, die ja auch nicht ganz gerade sind, sondern gebeugt sind, bei den römischen Grammatikern bereits abwandeln. Also man wandelt etwas, es ist dann eben doch nicht mehr dasselbe. Daneben hält sich bis in die Gegenwart der Ausdruck beugen, Flexion, Beugung, Deklination, Konjunktion. Nehmen wir das, dann hier einfach der Vollständigkeit halber die Quelle zu den Wörtern, die wir als Beispiel verwendet haben. Was die Wicklung ist, ja, das ist die Wicklung. Dann die Wortwurzel wiederholt sich zu den anderen Episoden davor. Und auch hier nichts Neues, bleibt dasselbe. Und dann eben auch hier die Notation nochmals. Es ist nach wie vor dasselbe. Die Notation ist der Syntax, die Art und Weise, wie etwas geschrieben wird, demnach die Schreibweise, aber auch die Kodierung. Und wenn man etwas kodiert, dann ist es auch verschlüsselt und man muss es entschlüsseln, damit man auch wieder weiß, was man vor sich hat. Und das kann man mit der Denotation machen. Formale Beziehung zwischen dem Zeichen und dem bezeichneten Gegenstand oder Sachverhalt in der außersprachlichen Wirklichkeit. Einfacher für uns jetzt in dem Moment, aus der Logik, ist der Begriffsumfang als solches, wirklich nur die formale Beziehung. Also grundsätzlich kann man da, so wie es dasteht, kann man zwischen dem Zeichen und dem bezeichneten Gegenstand wirklich keine Wertung reinbringen. Also auch wenn wir in unseren Beispielen da bei der Denotation eine Wertung reinbringen, dann ist das sprachwissenschaftlich nicht korrekt. Weil dafür wäre die Konnotation zuständig. Die Konnotation ist die assoziative Bedeutung, also die zusammenhängende Bedeutung zwischen dem Wort und der Bedeutung, die man dem Wort beigibt. Da gibt es auch Bedeutungsnuancen, ja, je nachdem, wie man etwas sagt oder ausspricht, gibt es eine andere Bedeutung, eine andere Nuance und auch hier spannend, es ist nur eine Nebenbedeutung, es ist nicht die Hauptbedeutung. Und man kann sie negativ konnotieren, positiv konnotieren, das hängt davon ab, wo wir stehen, von wo aus wir die Sache betrachten und wie wir emotional zur Sache stehen. Dann auch hier, vollständigkeitshalber, Notation hat keine Etymologie, nur eine Bedeutung, Denotation gleichermaßen. Und die Konnotation interessanterweise hat eben eine Bedeutung und das ist das, was wir herauskopiert haben. Dann die Gier als weiteres Beispiel mit dem Suffix. Wir haben die Wurzelgier, aber auch das Wortstammgier, aber hier eben die Gier. Das Verb wäre gieren, auch hier wieder das en, oh, wo sind wir hier gelandet? Das en vernachlässigen wir, aber damit es irgendwo Sinn macht, ja, können wir sagen, ja, die Gier ist das außerordentliche Maß nach Verlangen nach etwasem und Gieren ist die Tätigkeit danach. Und dann auch spannend hier das Regieren. Das re beschreibt, und das werden wir dann eben in der Episode Präfix re genauer erläutern, ist das Zurück von etwasem. Und hier ist eben das etwas, ist die Gier etwas zurückgieren, etwas zurückfordern und daneben das Nomen die Regierung. Und alle stellen sich jetzt vor, die Regierung ist eine Organisation und wir werden in der Episode Suffix um eben feststellen, dass das eben keine Organisation ist, sprachwissenschaftlich oder etymologisch, sondern etwas völlig etwas anderes. Okay, wir nehmen das und haben das, wie gesagt, probiert irgendwie zu werten mit der Denotation wie wir jetzt ja auch gelesen haben, ist eigentlich nicht wertbar, aber wir wollen trotzdem da eine neutrale Interpretation oder ein, vielleicht ist es eher ein Fühlen. Wir wollen das Wort hören, sehen und fühlen und das dann in der Denotation werden. Also reagieren würden wir vielleicht eher neutral formulieren und weil es eben wieder zurück ist, haben wir gesagt, ja, ist das vielleicht ja positiv, es kommt ja wieder etwas zurück. Ja. Und dann die Regierung, äh, das Regieren selbst ist ja das Zurückgieren und hier ist vor allem die Betonung auf das Gieren, ja, das außerordentliche Maß an Verlangen, Stillen, ist an sich negativ behaftet. Und dennoch gibt es Leute, die finden das super toll, dass regiert wird. Und wenn wir das Suffix anschauen im Sinne von ung, dann sind wir in der Denotation gleichermaßen, eher neutral, aber weil es wieder zurückkommt, eher positiv gestimmt. Und auch hier wieder, ja, die Regierung, ja, die regiert etwas zurück. Und von wem? Von uns. Und deswegen wäre es ja da eher negativ, weil vor allem auch die Gier und auch die Zurückgier, ähm, macht es nicht besser. Und dennoch gibt es eben Leute, die vor allem glauben, dass die Regierung eine Organisation ist, die würden das wieder positiv werten, weil ohne Regierung funktioniert das System nicht, ohne Regierung kann das nicht funktionieren und dies und jenes. Und deswegen ist die Konnotation hier positiv, abhängig vom Standpunkt, wo man die Sache, in diesem Fall das Wort an sich betrachtet, oder eben auch, wie man emotional dazu steht. Dann haben wir ein weiteres Wort als Beispiel ausgewählt und wir wollen auch hier, diesmal aber gemeinsam versuchen, eine Wertung reinbringen. Und ihr könnt wohl erahnen, welches Suffix hier kommt. Es ist die Kratie. Und wir haben hier Quellen verlinkt und auch hier, was denn etymologisch diese zwei Wörter sind, also vor allem das ganze Wort. Und hier, ihr den Verweis auf die Krati, was die Krati ist. Und die Krati wird beschrieben als Herrschaftsform oder Verhaltensweise. Und wenn wir die Herrschaft, dann wird ja geherrscht, ja, von einer Schaft, von, von, von einem Konsortium. Und über wen wird geherrscht? Geherrscht oder wer wird beherrscht? Deswegen Krati. Und wir haben hier wohl vermerkt das Präfix, weil sich das Präfix verändert, aber wir sind nach wie vor eben in dem Suffix krati. Also die Demokratie. Wie würdet ihr die Demokratie in der, in der Denotation als Wort an sich werten, ohne irgendwelchen emotionalen Beigeschmack oder Nuance oder irgendetwas. Man müsste ja eigentlich sagen, es ist negativ, aber eigentlich ist es neutral, weil es beschreibt ja nur die Herrschaftsform der Demos. Wir können das auch hier mal neutral lassen. Aber wenn wir von der Konnotation sprechen, dann würden sehr viele sagen, ja, das ist super, weil wir hier in der Schweiz, wir haben ja die Demokratie und es gibt in der Welt nichts Besseres als das. Und dennoch müssen wir auch sagen, ja, es ist ja die Demokratie, es ist eine Herrschaftsform. Und wer wird denn hier beherrscht? Ja, beherrscht werden wir. Und dann fragen wir uns ja, von wem? Und da glauben sehr viele, ja von dem Schweizer Stimmvolk. Und wenn wir das so akzeptieren würden, dann müssten wir sagen, ja das ist Faschismus, weil da die Mehrheit darüber bestimmt, was die Minderheit zu tun hat, unabhängig davon, ob sie einverstanden sind oder nicht. Und die Ausrede wäre ja, du hättest ja abstimmen können, du hättest ja Meinung kundtun können, du hättest in die Arena gehen können, das wäre dann das Verhalten. Die Verhaltensweise innerhalb der Demokratie. Okay, nehmen wir das. Die Autokratie, das Auto beschreibt das Selbst, das Unabhängige. Da würden wir jetzt einfach mal sagen, ja, das ist doch positiv, weil man über sich selbst herrscht. Ja, es braucht keinen externen Herrscher, sondern man ist sich selbst der Herrscher. Nicht über andere, sondern über uns. Aber das wäre dann eben vielleicht doch auch die persönliche Konnotation, weil auf, aus unserem Standpunkt wäre das etwas Positives. Das würde heißen, wir wären in der Eigenverantwortung und sind selbst imstande, uns zu beherrschen. Wir müssen nicht beherrscht werden von außen, sondern wir sind selbst imstande. Aber wiederum andere würden sagen: Nein, das ist doch negativ, und zwar mit der Begründung, ja, wenn jeder sich selbst beherrscht, dann können wir ja nicht mehr herrschen. Das wäre aus dem Standpunkt der Herrschenden. Sie wollen keine Autokratie, weil sie würden ja dann an Macht verlieren. Aber es gibt auch andere, die auch kein Interesse an der Autokratie haben, weil das würde auch heißen, dass jeder einzelne Eigenverantwortung übernehmen müsste über sein eigenes Denken, über sein eigenes Handeln, über das Tun und schlussendlich auch die Quen Konsequenzen daraus. Und das wollen viele nicht, das können viele nicht und deswegen wollen sie auch beherrscht werden und die Verantwortung abschieben. Und für die ist es ebenfalls negativ, wenn sie eine Autokratie haben müssen für sich. Und wer unter Autokratie etwas anderes vorstellt, der kann hier die Quelle anschauen und nachschauen, was die Etymologie sagt, was denn die Autokratie ist. Ja, und dann haben wir hier die Vorbereitung, was wir effektiv ausgewählt haben. Und wenn wir sagen, okay, das haben wir zusammen überlegt gegenüber das, dann ist ah, oben rechts ist gleich geblieben. Und den links könnte man schon fast auch sagen, da haben wir wahrscheinlich einfach... Äh, die Bedeutung der Denotation ignoriert und zu viel Konnotation da reingetan und entsprechend auch argumentiert. Ja, es ist ja unter einem Strich immer die Gegenargumentation. Und hier haben wir dann festgestellt: Ja, es ist wenn wir es nur neutral betrachten, ist da ja die Selbstverwaltung, und nicht Selbstverwaltung, was ist das? Selbst, Selbstherrschaft. Ja, etwas Positives, aber eben Autokratie auch im Sinne von, es ist nach wie vor eine Herrschaft. Deswegen negativ. Und die Konnotation ist grundsätzlich für die Herrschenden ist es negativ, wenn Autokratie be besteht. Und für die, die keine Verantwortung übernehmen können, ist es auch negativ. Und deswegen haben wir hier Unterschiede gegenüber dem, was wir miteinander erarbeitet haben und das, was wir schon vorbereitet haben. Ja, und das stellt uns eben vor eine bestimmte Herausforderung. Wenn wir jetzt miteinander herausgefunden haben, dass wir alle unterschiedlicher Meinung sind, wenn wir jetzt miteinander herausgefunden haben, dass wir alle in einem unterschiedlichen Stand befinden, uns in einem unterschiedlichen Stand befinden, ja? der Stand kann man identifizieren in der Argumentation, in einer Debatte. Wenn wir jetzt miteinander herausgefunden haben, dass wir unterschiedliche Absichten haben, wie wir werten, warum wir so werten und warum wir überhaupt werten. Weil wir können ja sagen, wir müssen auch gar nicht werten, wir können einfach das Wort als das nehmen, wie es ist. Und wir können auch die Bedeutung so nehmen, wie es ist. Das wäre dann so eine Art Hingabe. Aber die Bedeutung selbst geben wir ja. Und irgendwie muss diese Bedeutung zustande kommen. Wenn wir jetzt miteinander herausgefunden haben, Präfixe in der Bedeutung stärker sind als Suffixe, mehrere Präfixe hintereinander die Bedeutung verändern, Suffixe in der Bedeutung weniger stark sind, außer die Suffixe selbst sind die Bedeutung. Ja? Wie die Krati, da ist die Bedeutung selbst in Suffix, aber beim en und t. Wenn es ein Adjektiv wird, da hat es keine Bedeutung. Ja, da haben wir wohl schon fast ein Fass so den Boden aufgemacht. Und wir fragen uns, wie wir da Wasser reinschütten sollen und ob wir da überhaupt Wasser reinschütten sollen. Sprich, wie kriegen wir das in der zweiten Staffel gescheit hin? Und wenn wir auch hier wieder sehen, gescheit. Ist die Wurzel scheit, der Wortstamm scheit vom abgetrennten Holz scheit. Aber das Verb wäre ja dann scheitern. Und das erste Adjektiv mit dem ersten Präfix wäre gescheitert. Und hier sehen wir auch schon dieses G, was für eine Bedeutung das dieses G hat. Man scheitert zuerst und im Anschluss kann man sagen, man ist gescheitert. Also man hat hier ganz klar Ursache, Wirkung, eine zeitliche Abfolge, die stattfindet. Und dann auch hier wieder Präfix, das zweite. Gescheit hat wieder das G davor. Das heißt, auch hier, es muss irgendetwas davor passiert sein, damit man eine gescheite Lösung hinkriegt, wie wir die zweite Staffel umsetzen. Und wir haben das auch mal so angeschaut, ja auch wieder denotation, Konnotation im Sinne von eine Wertevorstellung reinbringen, projizieren, dann würden wir sagen, die Denotation scheitern, wenn wir nur das Wort hören, selbst klingt schon negativ, ja. Und in der Konnotation ist es negativ, ganz klar. Wer scheitert, der ist ein Loser, wer scheitert, hat einen Fehler gemacht und äh, grundsätzlich. Dann aber... Das Präfix, das erste, in der Denotation ist gescheitert auch wieder etwas Positives, weil es ist passiert und jetzt nicht mehr. Das wäre die Logik im Begriffsumfang. Aber in der Konnotation ist gescheitert nach wie vor negativ, weil jemand, der gescheitert ist, ist ein Loser. Jemand, der gescheitert ist, hat Fehler gemacht. Und deswegen würde man da sagen, ist, ist. Negativ. Und dann aber das zweite Präfix ist in der Denotation nach wie vor positiv, weil eben das G es ausmacht. Und in der Konnotation würde man ja dann auch wieder vom Positiven sprechen, weil wenn wir eine gescheite Lösung hinkriegen, dann ist sie eine gute Lösung. Und da kann man sich fragen: Ja, okay, gut. Haben wir hier Ursache, Wirkung? Was ist die Ursache, dass wir gescheitert sind? Ist ja eigentlich klar, ja, wir mussten gescheitert sein, also scheitern, wir mussten scheitern, dass wir jetzt gescheitert sein können. Und scheitern ist ja auch mit Fehlern verbunden. Fehler machen verbunden. Und wenn wir dann aus den Fehlern lernen, dann kommt ja etwas gescheiteres raus als beim ersten Versuch und das wäre ja dann in etwa das, wenn wir sagen, okay, die Ursache ist negativ, ja, man ist gescheitert, das ist in dem Moment, wo man scheitert, negativ, hat aber eine positive Wirkung, weil das Scheitern, das Fehler machen, das Scheitern vom Holzscheit getrennt sein oder abgespalten sein heißt, in dem Moment wir wollen einen Kuchen backen, wir haben eine Vorstellung, wie man das macht, wir haben das Rezept und wir haben sämtliche Zutaten. Wir befolgen genau diese Anleitung so, wie sie dasteht und gehen davon aus, wir können nur einen Superkuchen machen. Und dann werden wir aber des Besseren belehrt, wir scheitern und sind deswegen gespalten, weil wir eine Diskrepanz haben zwischen dem, was wir vorausgesetzt haben und glaubten, so würde es kommen und die Realität hat uns etwas anderes gezeigt. Wir sind gescheitert, wir sind gespalten und klar können wir dann sagen, okay, wir sind gescheitert, ist aber in diesem Sinne eben eine positive Sache Ursache, weil wir haben einen Fehler gemacht, aus dem wir lernen können und deswegen ist ja das Gescheitert nur noch die Erinnerung daran, dass wir den Fehler gemacht haben. Und dieses G eben, dieses zeitliche Voranschreiten, man erinnert sich dann, dass wir gescheitert sind und das ist dann vielleicht noch negativ. Aber wenn wir dann wieder einen Schritt weitergehen, ist doch gescheit in der Ursache vielleicht negativ, weil dieser ganze Prozess stattfinden musste. Wir mussten die Arbeit verrichten, wir mussten den Fehler machen, wir mussten erkennen, was der Fehler war und wir mussten erkennen, was wir tun müssen, dass wir künftig eben nicht mehr scheitern und das wäre dann die positive Wirkung daraus. Ja, wir sind gescheiter als davor, wir wissen, was wir falsch gemacht haben und machen es künftig anders. Da gibt es intelligente Sprichwörter von gescheiten. Menschen, die sagen, du kannst ein Problem nicht mit demselben Bewusstsein lösen, wie es erschaffen wurde. War, glaub Einstein. Und ein weiteres wäre, wenn du tagtäglich dasselbe machst und jeden Tag darauf hoffst, dass ein anderes Resultat daherkommt, dann bist du gescheitert, respektiv nicht nur gescheitert, du scheiterst jeden Tag. Und hier haben wir eigentlich das, was das effektive Scheitern ausmacht, ist, nichts aus den Fehlern zu lernen. Nach wie vor immer dasselbe zu tun in der Erwartungshaltung, es wird sich etwas ändern. Das wäre das eigentliche Scheitern, was dann auch beim Scheitern bleibt. Und da gibt es auch wiederum ein Sprichwort, war glaube Kennedy, der hat gesagt: Es ist nichts falsch daran, einen Fehler zu machen. Es ist jedoch falsch, nichts aus den Fehlern zu lernen und den Fehler wieder zu begehen. So aus der Erinnerung gegriffen. Und so betrachtet können wir auch hier nicht unbedingt von einem Zauber sprechen, aber wir können hier von Ursache Wirkung sprechen, von äh, kausalen Beziehungen, die in einer chronologischen Folge stattfinden müssen. Können wir das sagen? Wenn wir uns zurückerinnern an die erste Staffel Episode Zeit, dieses chronologische würde dann einfach mit dieser Begrifflichkeit nicht funktionieren. Aber es braucht eine Abfolge von verschiedenen Events, damit das so stattfinden kann und etwas vermeintlich Negatives eigentlich etwas Positives ist, sofern man da eine Wertung reinbringt. Aber es geht ja nicht unbedingt primär auch um die Wertung als solche, sondern es geht darum, um ein Verständnis zu kriegen, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Und da wollen wir in der nächsten Opis Episode darauf eingehen. Da gibt es da diesen Begriff Semiotik. Aber wie gesagt, lasst euch nicht ablenken. Da werden wir ein Zeichenmodell von de Saussure anschauen und darauf eingehen und auch zusätzlich noch das semiotische Dreieck oder die semiotischen Dreiecke und wollen da mit, damit, damit eine möglich, einen möglichen Ansatz Aufzeigen, wie wir mit dieser Problematik umgehen können zwischen Denotation, Konnotation, Ursache, Wirkung und vor allem was denn, das kommt dann hier vor allem zum Zuge im Dissus, was wir unter den Wörtern vorstellen. Wir können unter Enttäuschung etwas so Dramatisches vorstellen, weil wir eine Erfahrung gemacht haben und an diese Erfahrung das Wort Enttäuschung geknüppelt haben, obwohl das Wort Enttäuschen unter dem Strich ja positiv ist. Ja, in diesem Sinne wären wir auch hier schon durch. Wir bedanken fürs Zuschauen, und zuhören. Bis zum nächsten Mal.